Willkommen zurück zu Dawn of Man. So, in der letzten Folge haben wir die neue Epoche freigeschaltet, ne? Und wir können uns jetzt hier einen Transportschlitten machen. Wir können jetzt Getreide verarbeiten und Hülsenfrüchte. Wir können uns einen Bogen herstellen. Wir können Steine schleifen. Mich interessiert hauptsächlich das nicht. Diese Transportmöglichkeit, damit die es einfacher haben, mehrere Sachen auf einmal zu transportieren. Und ich denke mal, das kriegt man schon noch hin. So. Dann erhöhen wir erstmal die Geschwindigkeit, dass die Zelt und alles fertig wird. Und was ist das hier? Alte Frau. Was machen die denn? Wo kommen die auf einmal alle her? Das ist peinlich. Ich weiß nicht, wo meine Männchen überall rumrennen. Da unten hat einer gebetet. So und so, das machen wir erstmal aus. Das brauchen wir jetzt erstmal überhaupt nicht. Na los. Macht was für euer nicht vorhandenes Gehalt. Du stehst auch bloß rum. Ihr steht bloß rum. Du stehst bloß rum. Also mal ganz ehrlich, da könnt ihr auch alle auf die Jagd gehen, wenn ihr nur faul rumsteht. Der steht oben bloß rum. Ich würde sagen, wir suchen uns ein paar Tiere und gehen auf die Jagd. Ja, wir brauchen sowieso Leder. Und wo ist die Potsau hin? Hallo? Da läuft sie. Da läuft die Sau. Wo will die denn hin? Also, nee, das kann man jetzt hier mal aufhören. Verfolgt die nie ihr halbes Leben lang, also. Das ist mir dann ein bisschen zu doof. Zumal wir das Zeug ja auch noch nach Hause tragen müssen. Gehen wir dahin. Da gibt's auch noch was. Und der eine rennt erstmal quer über den Berg. Aber dass hier nicht so viel Tiere sind, ist merkwürdig. Das ist
sehr, sehr seltsam. Ja, schön für den Händler. Gehen wir mal ganz kurz hin. Was hast du anzubieten? Ach du Scheiße, nee, Tschüssikowski. Das ist mir zu teuer. Wo laufen die denn jetzt rum? Da. Hier gibt es noch mehr Tierchen. Oh, hier gibt es auch Ziegen. Sehr schön. Und werden wir uns die natürlich direkt holen. Oh, ein Nashorn. Das werden wir auch gleich töten. Ja, nicht zu nah ran, sonst hauen die Tiere ab. Kommt alle versammelt auf einem Punkt. So, erstes Tier ist down. Gehen direkt aufs nächste Tier. Das ist down und ab aufs nächste. Wir müssen so viele Tiere wie möglich töten. So, ab aufs nächste Tier. Das wäre dann hier das schon fast tote. So, einmal dahin, alle Mann. Einmal da hoch. Und einmal das Nashorn angreifen. Ach, wenn stehen bleiben würde. Eine schwere Geburt hier. So, los jetzt hier, greift an. Ernsthaft. Das hört sich so lustig an, wie die sterben. So, die lassen wir jetzt in Ruhe. Hier unten passiert gerade gar nichts. Hier drehen. Das ist Shit. Was machst du? Hier, ja, nee, ihr geht ja jetzt das ganze Zeug sammeln. Genau, dann machen wir das mal auf höchste Geschwindigkeit. Ja. Dann hoffe ich mal. Hier waren die toten Tierchen. Ja gut, das ist sehr viel Fleisch, sehr viel Leder und da rennen Wölfe rum. Ih, stopp, stopp, stopp. Ja, wir können einen Babywolf tamen. Oh, da ist noch ein Babywolf, noch ein Babywolf. Den holen wir uns auch. Hehehehe.
So. Das wären unsere zwei neuen Haustierchen. So. Und ich glaube, die gehören jetzt uns. Ja, da rennt ein Wuffi. Da ist ein Wuffi gerannt. Und da ist der andere. Läuft. Hier muss ich so ein Stück weiter drehen, genau. Die dort essen und es ist wieder mal Winterzeit. Ja. An Altersschwäche gestorben. Ja gut, das kann man nicht verhindern. Ihr werdet ja auch alt. Aber noch drei Tierchen und wir haben wieder einen Punkt, den wir ausgeben können. Oh ja, das nächste Zelt wird gebaut. Sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, die müssten mal repariert werden irgendwie. Oh Gott, jetzt wird es gleich Punkte hageln. Das ist sehr gut. Was fehlt mir hier jetzt noch? Eine getrocknete Haut. Hier auch. Und dafür zwei. Was fehlt mir hier hinten bei dem Totem? Auch eine getrocknete Haut. Ach komm, das krieg ich mal hin. Aber wo geht das ganze Fleisch hin? Oder ist das schon die wandern doch gar nicht mehr hin. Und scheint das wohl schon die Spawn zu sein. Es kotzt mich halt an, dass das so weit weg ist. Was ist... Wo kommt denn der her? So, da gab es den nächsten Punkt für den Winter überstehen. Und die Hütte ist gleich. Lol, sind 5 neue Menschen gekommen. Lol. Ey, ja, sehr schön. Wir haben... Ja, so viel wollte ich gerade gar nicht machen in der Folge. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, dass wir nur wenig Nahrung haben, ist klar. Ich kann nirgendwo mehr angeln gehen. Warum? Ah, shit. Das. So. Wir verteilen die Punkte. Ja, hier, komm, scheiß drauf. Und wir können uns jetzt so einen schönen Wagen bauen. 2 3 4 5 6
7, 8, 9 und 0, 10. Das wird erstmal reichen, ne? Irgendwie machen die nichts. Warum? Warum machen die nichts? Das ist gerade ein bisschen kurios. Ja, schön, nur wenig Nahrung. Dann geht doch mal angeln, ihr Knallköpfe. So, die geht angeln. Wir haben nur einen, der fischen kann. Ernsthaft? Was ist das für eine Kacke? Wo sind die ganzen anderen hin, die fischen können? Dort sind nur Kinder. Das ist der Händler. Lol, der Händler kommt schon wieder. Okay. Was macht denn der hier unten? Steht ums Dumm rum. Gib mir. Holz kann ich ganz schnell neu farmen. Und Steine auch. Wir sind bei 39. Ja, das reicht. Nee, warte mal. Wow, noch ein bisschen Fisch. Scheiß drauf, machen wir das jetzt so. Das. Nee, da gibt's noch Feuersteine. Wo waren das andere Ding mit den Feuersteinen sammeln? Na, egal. So. Ja, wir haben heute ganz schön viel geschafft und vor allem an Sachen freigespielt. Das ist geil. Und das war's aber auch schon mit der Folge. Tschüss, tschüss.